Aber sobald das gedankenlose Reale sich selbst verlustig geworden ist, ob des Zweifels, ob des Verlustes des authentischen Ureinen, stellen sich sofort die Fragen, wenn also etwas da ist, unzweifelhaft, nach ausgiebigem Zweifel, so stellen sich die Fragen, wozu, wofür, weswegen, warum, wodurch und all die anderen Wehs mehr, die zum Weh und Wohl des Menschen führen.